In Österreich leiden etwa 10% der Bevölkerung an Migräne. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Typisch sind immer wiederkehrende, anfallsartige, halbseitige Kopfschmerzen, begleitet von Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Migräne ist auch eine äußerst belastende Erkrankung. Es gibt eine von der WHO nunmehr jährlich durchgeführte Erhebung, was die krankheitsbedingte Belastung betrifft. Da werden weltweit mehr als 300 Erkrankungen erfasst und unter diesen 300 Erkrankungen liegt Migräne an der sechsten Stelle. Was bedeutet Migräne für die Betroffenen? Der Alltag ist sehr beeinträchtigt, Attacken treten unvorhersehbar auf und Attacken beeinträchtigen alle Aspekte des Alltagslebens. Eine Heilung gibt es zwar noch nicht, jedoch steht neben Medikamenten jetzt auch ein pflanzliches Arzneimittel zur Verfügung. Wenn ich so ein neues Präparat bekomme, ich habe Mutterkraut gekannt, auch aus der Homöopathie gekannt, dann denke ich mir immer so, das kriegen jetzt einmal meine schwersten Fälle. Ja, und jetzt habe ich in dem letzten Vierteljahr, nachdem ich diese Präparate bekommen habe, meine drei Herzensmigränepatienten, sage ich einmal, gleich behandelt und habe denen jetzt seit 3-4 Monaten dieses Mutterkraut verabreicht. Alles, was uns hilft, diese Intensität eben zu reduzieren, ist mir recht. Und eine Pflanze, die so gut noch dazu verträglich ist, bedeutet für mich einen hohen Stellenwert in der Prophylaxe. Wie lange wir es einsetzen, wie lange es einzusetzen ist, müssen wir beobachten. Ich glaube, da ist noch auch sehr viel Beobachtung aus der Praxis notwendig. Nur ich bin froh, dass es dieses Präparat gibt. Also die drei Patientinnen, die ich jetzt versorgt habe, haben alle eine Besserung erfahren, ohne dass ich irgendwas Zusätzliches behandelt hätte. Renate leidet seit ihrem 13. Lebensjahr an Migräne. Ich habe schon sehr viel probiert, eigentlich alles Schulmedizinische, aber vor allem auch viel komplementärmedizinisch wie Akupunktur. Und ich meine, es hat schon immer Erleichterung gebracht, aber nicht das wirklich Wahre. Es kommt halt immer wieder und vor allem jetzt im Wechsel, dadurch, dass das bei mir hormonell ist, haben manche das Glück, dass es dann aufhört im Wechsel. Bei mir ist es ganz extrem geworden. Und ich habe es teilweise so wirklich durchgehend Kopfweh gehabt. Und seit ich das Mutterkraut nehme, ist es wirklich viel besser geworden. Ich habe jetzt zum ersten Mal 14 Tage kein Kopfweh gehabt. Das habe ich überhaupt noch nie in der Form gehabt. In der Migränetherapie kommen medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen zum Einsatz. Es geht nicht darum, eines gegen das andere auszutauschen, sondern vielleicht auch ein Nebeneinander zu finden. Wenn ich im akuten Fall was brauche, dann werde ich nach wie vor eben auf starke synthetische Medikamente zurückgreifen. Aber in der Prophylaxe, denke ich, haben die Pflanzen einfach ihren Stellenwert, weil sie auch wenig Nebenwirkungen haben und auch für längere Anwendungen geeignet sind. Also ich denke, man sollte das letztendlich integriert anwenden. Da Patienten mit Migräne einen hohen Leidensdruck haben, sind viele Betroffene gerne zu einer Langzeittherapie mit dem pflanzlichen Arzneimittel Mutterkraut bereit. Nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Therapie sehr gut verträglich ist.